Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in TrainSimWorld 4 auf dem PC. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Nachdem wir uns im letzten Video die meiner Meinung nach beste deutsche Strecke, also als Gesamtpaket betrachtet, angeschaut haben mit Dresden-Riesa, werfen wir heute einen Blick auf die für viele und auch für mich schönste deutsche Strecke, die es aktuell für TrainSimWorld 4 gibt. Und das ist die Niddertalbahn. Entwickelt vom deutschen Entwickler TrainSim Germany. Die Strecke ist ursprünglich für TSW 3 veröffentlicht worden und kann auch in TrainSimWorld 4 übernommen und gespielt werden. Und dazu schauen wir uns auch das Trainingsmodul an und werden kurz eine kleine Streckeneinführung bekommen. Machen Sie eine kurze Fahrt entlang der Niddertalbahn und sehen Sie, was es zu entdecken gibt. Mit dieser Strecke zusammen gibt es den Dieseltriebwagen Baureihe 628.2. Die Niddertalbahn ist angesiedelt im Jahr 1992, also eine Strecke, die neben der linken Rheinstrecke in den 1990er Jahren spielt. Da sind ja die Züge zum Beispiel noch in etwas anderer Lackierung herumgefahren. So, Niddertalbahn Streckeneinführung. Willkommen in den 90ern. Sie befinden sich in Eichennidder in Hessen, Deutschland. Dies ist ein kleiner Bahnhof an der Niddertalbahn, die Pendler aus der Wetterau in Richtung Bad Vilbel befördert, wo sie Frankfurt erreichen können. Eichen, einst ein stark frequentierter Übergangsbahnhof, ist heute ein typischer Halt entlang der Strecke, der nur noch in Sonderfällen zum Kreuzen von Zügen genutzt wird. So. Die Eisenbahnverbindung zwischen Bad Vilbel und Stockheim wurde 1907 eröffnet. Bad Vilbel ist ein Bahnhof der wichtigen Main-Weser-Bahn, die Frankfurt mit Gießen, Marburg und Kassel verbindet. Ja, also schon mal sehr informativ. Und wie gesagt, das ist eine Nebenstrecke. Und da gibt es halt ein paar Sachen. Entlang der Strecke gibt es noch mehr Streckenaufgaben zu entdecken. Sie können alle Kreuzungsschilder reparieren, die Milchflaschen ersetzen, Plakate anbringen und Statuen sammeln. So, da warten wir und da kommt, glaube ich, schon unser Zug, die Baureihe 628 hier in der lichtgrauen türkisen Lackierung. Also, die Niddertalbahn ist auch eine der eher kürzeren Strecken hier in TrainSimWorld 4. Sie hat eine Länge von knapp 31 Kilometern. Trotzdem ist diese Strecke unglaublich beliebt. Sie weist viele Details auf und ja, es ist halt eine Nebenstrecke. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit dem Zugsicherungssystem unterwegs seid, da gibt es halt hier in dem Fall noch ein paar Dinge mehr zu beachten auf der Strecke. Lest dazu einfach die Informationen im Handbuch. Aber man sieht sofort, dass das eben so eine Nebenstrecke ist und dass sie sich zum Beispiel von solchen wichtigen Hauptstrecken einfach abhebt. Ja, wir sehen hier viele Details zum Beispiel um die Bahnhöfe herum, gerade hier die Bahnübergänge zum Beispiel. Also hier gibt es viele, viele Sachen. So, jetzt müssen wir aber wirklich unseren Zug erwischen, aber der rollt hier noch ein. Unsere wunderschöne Baureihe 628. Der Kollege oder die Kollegin bringt den Zug hier gerade zum Stehen. Ihr Zug ist angekommen. Steigen Sie ein. So, dann gehen Sie natürlich vor. Erstmal die Passagiere vor. So. Macht man so als Personal. Und hier setzen Sie sich auf einen beliebigen freien Sitz. Dieses Fahrzeug, auch eine etwas ältere Inneneinrichtung. Nehmen wir uns doch mal den. Ja, nehmen wir uns. Dann nehmen die uns einfach den Platz weg. Naja, aber es sind ja zwei, die da sitzen. So gibt es ja nichts anderes in Fahrtrichtung. Da gehen wir hier in Fahrtrichtung. So, den Vierer habe ich mir jetzt geschnappt. Diese Lokomotive ist die DB Baureihe 628.2. Ein erstmals 1986 gebauter Dieseltriebwagen. Und los geht die Reise. Die Eisenbahnverbindung zwischen Bad Vilbel und Stockheim wurde 1907 eröffnet. Bad Vilbel ist ein Bahnhof der wichtigen Main-Weser-Bahn, die Frankfurt mit Gießen, Marburg und Kassel verbindet. Da können wir auch mal einen Blick in die Landschaft werfen. Die Niddertalbahn erstreckt sich auf 31 Kilometern durch Hessen und führt den lokalen Güter- und Personenverkehr durch.
Auf dieser Strecke werden Sie lernen, wie man die Baureihe 628 und die Baureihe 365 bedient, eine Diesel-Rangierlokomotive zum Einsammeln der lebensnotwendigen Zuckerrüben entlang der Strecke. Ja, und da gibt es auch schon einen ersten Hinweis auf die Szenarien. Da gibt es nämlich ein Szenario, wo dann Zuckerrüben eingesammelt werden müssen. Aber ansonsten landschaftlich wirklich eine wunderschöne Strecke. Reisen Sie zurück ins Jahr 1992 und erleben Sie die Zeit der Bundesbahn. Kontrollieren Sie die klassische Traktion, während Sie durch die malerische Wetterau fahren. Aber eine wunderschöne Gegend auf jeden Fall, das muss man schon sagen. Langsames Tempo und Diesel erwarten Sie. Dies ist TrainSimWorld Niddatalbahn. Und damit ist die Einführung zu Ende. Also eine sehr, sehr schön gemachte Einführung auf jeden Fall. Also macht auf jeden Fall Laune, diese Strecke zu spielen. Wie gesagt, es ist eine Nebenstrecke. Das heißt, ihr fahrt ja auch keine hohen Geschwindigkeiten, sondern auf dieser Strecke da fahrt ihr maximal 60 km/h. Wie gesagt, angesiedelt in den 1990er Jahren. Zu dieser Strecke, zur Niddatalbahn, gehören 5 Szenarien, ein Trainingsmodul für die Baureihe 628 und natürlich hier ein Modul zum Kennenlernen dieser Strecke. Wie gesagt, 5 Szenarien, ich habe jetzt in dem Fall 3 gespielt und 62 Fahrplanfahrten. Im Fahrplanmodus können die 628 und die V60, also die 365, gefahren werden im Güterverkehr. Weitere additionelle Fahrplanfahrten gibt es nicht auf der Strecke, aber es gibt additionelle Fahrplanfahrten. Wenn ihr diese Strecke im Besitz habt, dann könnt ihr nämlich mit der Baureihe 628 auf anderen deutschen Strecken fahren, und zwar einmal mit der Mint Lichtgrau und Mintgrün, auch auf der linken Rheinstrecke von Mainz nach Koblenz. Das sind Teilabschnitte. Oder mit der verkehrsroten Variante, die ist auch im DLC mit enthalten. Da könnt ihr dann auch auf der Maintalbahn Fahrten machen. Also, wenn ihr Fans von Dieselfahrzeugen und solchen wunderschönen Strecken seid, insbesondere wirklich mal eine wirklich wunderschön ausgestaltete Strecke erleben möchtet, dann kann ich euch auch nur die Niddatalbahn für TrainSimWorld 4 empfehlen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit sind wir heute schon wieder am Ende. Ich möchte euch noch hinweisen auf dem Livestream heute Abend auf meinem YouTube-Kanal Felix der Weise. Um 20 Uhr abends geht's los. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Dann wünsche ich euch bis dahin noch einen schönen Tag. Euer Felix der Weise.